hat er schockiert. Das Sticklisbauer Karlene hat gesagt, das Käsernagelskarls Hedwigs Fritzle hat eine neue Cousine. Hab, also vom Heiresagen, zu Deutsch Hypothese. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wo soll denn die Cousine so plötzlich herkommen? Die kann ja bloß von den Geschwistern vom Käsernagelskarls Hedwig Fritzle seine Alte kommen. Und seine Mutter, Käsernagelskarls Hedwig, ja, die hat einen Bruder, Käsernagelskarls Eugen, aber der ist seit 20 Jahren mit der Schlosser Karl Helene verheiratet und die sind kinderlos. Und ich glaube auch nicht, dass der Eugen heute noch bei der Schlosser Karl Helene einen Flurschaden anrichtet. Und dann kann es ja eigentlich bloß vom Vater vom Fritzle her sein, also vom Kronehäfeli Spekainer her. Und ja, der Kronehäfeli Spekainer, der hat eine Schwester, das Kronehäfeli Spekemma. Aber Emma ist noch ledig. Und sowas kommt nicht bloß vom Schneeschlutze. Und wenn bei der Emma Hählinger etwas gelaufen wäre, dann müsste ich das wissen. Oh ja, natürlich. Weil der Emma, ihre Murmel und mein Weib geht die Zehnere sind Geschwister, kennt's Kinder. Also zu Deutsch, Emmas Tante mütterlicherseits und die Schwiegertochter des Patenonkels meiner Frau sind Cousinen zweiten Grades. Hörst du mich? Und ohne weg. Emma hat eine Gespusi, der Italiener Michel. Aber der ist seit über einem Jahr auf Montage in Australien. Und man kann jetzt scheißen und Kraut häufeln. Und trotzdem der Fritzli selber, also das Käsernagels Karls Hedwigs Kronehäfelis Bekainers Fritzli, spricht El Häg von seiner neuen Cousine. Nicht, dass er von einem Bäsle schwätzen tät. Nein, er spitzt haufädigs Maul und spricht von einer neuen Cousine. Und er spricht das auch noch so französisch aus. Und der Volker hat ja das Buch von der neuen Cousine. Da steht's drauf, schwarz auf weiß, Novelle Cousine.